So, ich warte mich dann nochmal zurück zur Hütte des Weisen, um es nochmal zu versuchen. Weil die meisten Precursor, ob sie verpasst habe, sind am. Ich sehe nichts. Eingang und dann will ich jetzt nicht unbedingt gleich noch den ganzen Weg extra deswegen zurückzufahren. Ja. Ich möchte einfach eine Lava verbrennen. Aber es hilft nichts, ich baue immer noch hier. Ich bin in den falschen Weg gegangen, jawohl. Gott. Was tue ich da? Ich habe gehofft, ich kann die Plattform überspringen. Das hat nicht funktioniert. Weiß nicht, nach diesem Bereich und dem Generator kann man überhaupt noch Precursor Orbs? Oder war dann schon vorbei? Die Frage ist, wie viel fehlt mir? 6 Stück, okay. Wahrscheinlich nicht. Ja, das wird jetzt ein Zuckerschlecken, wird das. Ein Zuckerschlecken wird das. Egal, hier ist eh Instant Death. Da gibt's ja eh kaum was, was mir Schaden macht, nur was, was mich tötet. Ich mir also keine Gedanken drum machen. Ja. Ich trotze jeglichen Wahrscheinlichkeitsgesetzen, dass ich noch am Leben bin. Könnten wir hier nicht irgendwas Cooles machen? Genau, das war ein Weg. Aber eigentlich an dem ich es nicht schnell kaputt macht. Aber das war ein Weg. So, aber hier ist jetzt auch schon wieder. Ah, hier ist was. Sehr gut. Eins habe ich verpasst. Und die Frage ist, lebe ich so lange noch? Aber sie mussten mir vorher nochmal das Trommelfell kaputt machen. Ja, das ist. Okay, andere. Ich wende mal lieber in die andere Richtung. Ja. Ja. Und damit habe ich auch das Lava-Rohr vollständig abgeschlossen. Und somit habe ich eigentlich wieder alles erledigt und kann mich nun dem widmen, was mir noch bevorsteht. Weil ich mich immer mit dem, im Computerspiel widme ich allgemein mich immer mit dem, was mir bevorsteht. Nicht mit dem, was ich schon erledigt habe. Das ist allgemein eigentlich eine ziemlich gute Taktik. Aber um jetzt nicht komplett in Selbstironie zu versinken, meine ich damit, dass ich mich nun weiter begeben kann in das nächste Gebiet. So, ich darf doch nicht mittendrin einfach den Richtung versuchen zu ändern und es dann noch nicht tun. Wieder dieselbe Röhre. Will ja nicht gehen. Oh Gott, ich bin ja gleich, fällt gleich runter. Ich falle runter. Sehr schön, dass ich alles erledigt habe und mich trotzdem nochmal damals Zeit verbringen darf, das noch einmal zu versuchen. Weil ich zu voll bin, einfach zurückzufahren.
Wo das bestimmt kein Problem wäre. Wieder zurückzufahren, wieder bis zur Lava, den Weg bis zum Lavaraum zu gehen und einmal Lava zu springen, da müsste ich bestimmt an einem günstigen Checkpoint respawnen. Okay. Alles, was vor mir liegt, ist einfacher als, hinter mir liegt, ist einfacher als das, was dann noch kommt. Und erfordert weniger Zeit. Ich meine, ich habe ein Drittel hinter mir. Es ist selbstverständlich, es ist jetzt einfacher zurückzufliegen, als ein Drittel wieder zurückzufliegen, als mich um die zwei Drittel, die vor mir sind, zu kümmern. Ich trotzdem das Gefühl, dass ich auch sehr leicht in Lava fliegen kann. So, das müsste jetzt noch nicht der letzte große Abschnitt gewesen sein. Und ich verbrenne. Nein, ich bin zu blöd. Scheiß spiegelverkehrt sein. Weil es eigentlich gar nicht spiegelverkehrt sein dürfte, weil ich ja zurückfliege und ich... Ich frage mich, was ist denn, wenn ich speichere und neu lade? So, gut, jetzt habe ich allerdings auch wiederum mehr Luft nach oben, beziehungsweise allgemein mehr kühle Luft eingeatmet, deswegen steht dann so ein Zeitdruck, weil aus der Sicht ist diese Kurve wirklich sehr unangenehm. So. Sehr schön, und weil ich den zum Pult schaffe, verbrenne ich jetzt. Na gut, selbst so ist eigentlich. Ich muss gar nicht in Lava springen, weil der Weg ist so ziemlich kurz. Ja, ging ja. Goal und Meyers Zitadelle. Hört man schon die Musik, die man sonst gehört hätte, wenn man hier reingeht? Bisschen Goal und Meyers Zitadelle. Jetzt das letzte Gebiet in diesem Spiel. 5 Energiezellen. Und die letzten. Ja. Wird auch langsam Zeit, dass ihr zwei hier auftaucht. Schönen guten Tag! Au! Lässt man dich jetzt die Böden hier wischen? Wir haben keine Zeit zum Scherzen, Dexter. Gon und Maya haben uns entführt, um mit unserer Energie ihre scheußliche Maschine anzutreiben. Wie es scheint, haben sie die funktionierenden Teile eines Precursor-Roboters mit den aus dem ganzen Land zusammengetragenen Artefakten verbunden, eigene teuflische Veränderungen vorgenommen und eine Kreatur erschaffen, die als einzige die dunklen Precursor-Echo-Stationen öffnen kann. Wenn du uns 4 befreien kannst, können wir alle mit vereinten Kräften das Schutzschild um den Roboter zerstören, bevor sie mit ihm die ganze Welt vernichten. Und genau so sieht's aus. Oh Mann, ist ziemlich laut das Geräusch hier. So, ich habe ja auch wieder ziemlich eine Menge Wege. Alter, ist das laut hier. Was ist das los? Ah, da geht's auch noch lang. Ach so, ja. Oh, da habe ich ungünstig, Memory. Alle Plattformen. Oh, was mache ich da? Derselben Farbe fallen herab. Oh. Sobald, Dingens. Und ich habe eine Spähfliege professionell verpasst. Spähfliege. Ich lass mal die lang gehen. Hört bitte auf. Das Kratzen im Ohren, aber richtig. Noch eine Spielfliege. Frage ist, will ich da lang gehen? Weil das ist noch ein. Das ist eigentlich was anderes. Das ist er tot. Nein, ich lebe noch. Oh
Oh fuck, das war tot. Nein, immer noch nicht. So, jetzt. Ich nehme mich hier lang. Das ist auch nicht gut. Also man sieht jetzt eine Menge in der Luft schwebende Teile. Und eine Menge Krach. Am besten gar nicht hinsehen. So, jetzt bin ich in irgendeinem Abschnitt. Ich weiß aber nicht in welchem. Oh, super. Hab ich ja weit geschafft. Komm, geh weg. Boah. Okay, jetzt nehme ich mich zurück. Das hält doch keine... Ach komm, leck mich, mach die Geräusche leiser. Oh, ich wollte gerade sagen... Weitaus angenehmer. So. Na, das war eigentlich schon ganz gut. Oh fuck, sehr schön. Ach, da ist noch was. Ah, gut. Oh, du, bleibst aber gleich das Schwerste ausgesucht. Nämlich das ist jetzt richtig lang. So, das Gute ist, ich... Das ist das Gute. Das ist das Gute. Ich hätte die Precursor-Orbs als Wegweiser nutzen können, um etwa eine Voll... Okay, niemals Tränen machen, weil dann haut man alles kaputt. Ich hätte die Precursor-Orbs in etwa als Wegweiser nutzen können, was ich tun sollte und was nicht. Ich glaube, tut zwar eh nichts, aber... So, ich glaube, jetzt habe ich auch aber alles... Oh, was war das? Das war da auch... Ja. Lauter Lurker! Die Viecher wieder. Und wie gesagt, das ist sehr unangenehm, in sowas mit gelbem Eco zu sein, weil man greift nur in eine Richtung an. Da ist mir das lieber. Aber so lange werde ich hier nicht überleben. Jawohl. Alter, gibt's das? Muss hier weg. Rückzug. Der verfolgt mich! Die Tür ist auf! Weiter jetzt! Krieg ja auch Panik, was er nochmal machen müsste.